Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, und wir sind immer noch am Start hier in Minas Tirith. Wir haben es mittlerweile ganz nach oben geschafft, haben mit Gandalf geredet und ja, müssen jetzt das ein oder andere machen. Zum Beispiel sollen wir zu Holon zurückkehren. Das ist eine Quest. Und dann hier unten sprecht in Untar mit dem Rat Gondors. Das kriegen wir auch hin. Hier hinten ist noch was zu tun. Dann werden wir da mal ganz, ganz gepflegt hingehen. Denn auch mit dem kleinen Mann da sollen wir reden. Welcher in Textnamen Warnschein? Welcher natürlich Perry ist. In dieser Stadt voller Fremde ein bekanntes Gesicht zu sehen. Also Pippin, nicht Perry. Perry Roden, das ist eine andere Science-Fiction-Serie. Das hat nichts mit Herr der Ringe zu tun. So, hallo Boltaniel. Gandalf sagte, ich würde euch wahrscheinlich in Kürze begegnen. Aber ich war nicht sicher, ob ich ihm glauben sollte. Es ist schon in dieser Stadt voller Fremde ein... bekanntes Gesicht zu sehen. Ich habe bereits ein paar neue Freundschaften geschlossen, aber diese Stadt ist nicht für Hobbits ausgelegt, nicht wahr? Alles hier ist so überwältigend. Auf die vage Chance hin, dass ihr doch noch aufkreuzen würdet, habe ich ein Picknick in einem der Gasthäuser bestellt, das inzwischen fertig sein dürfte. Es sollte genug zu essen und trinken für uns beide da sein. Für Boltaniel genug zu trinken am Arsch. Sodass wir noch ein paar Geschichten erzählen und unsere Abenteuer berichten können. Ich spreche zwar von unseren Aufgaben, aber muss gestehen, dass meine in letzter Zeit nicht gerade ereignisreich waren. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich schäme mich dessen nicht. Wobei wohl eher unwahrscheinlich ist, nicht wahr? Der Wirt vom Gasthaus zum Durstigen Seher im fünften Ring muss den Picknickkorb jetzt fertig haben. Wenn ihr dorthin geht, holt ihn bitte ab und bringt ihn an den Rand des Anlegers dort. Dort haben wir ein schönes Picknick am Aussichtspunkt. Ja, und ich werde dort auf euch warten. Aber bitte denkt an den Picknickkorb. Na klar, Perry, machen. Perry, schon wieder. Ich lasse es. Okay, wir haben mit Mary geredet. Müssen wir vielleicht noch rein, weil jetzt gerade immer noch hier leuchtet? Nein, müssen wir nicht, weil wir sind am Pfeilchen vorbeigezogen. Das ist nur daher, weil ich die Quest schon angenommen habe. Nehme ich mal an. So, hier waren wir alles schon, hatten ja einige schon angeguckt. Wir haben aber noch einige Quests. Wir müssen uns nur zurechtfinden und gucken, wo wir die denn finden. Das ist wahrscheinlich das Schwierigere von all dem Gemüse dich. Hier nicht. Das ist, glaube ich, eh im unteren Ring. Alles klar. Hier oben ist noch da drüben was. Dann gehen wir da mal hin. Ah, das könnte auch nur Gandalf sein, oder? Nein, nicht Gandalf. Ein großes südliches Gästehaus. Okay, gehen wir mal rein. Ist das hier so dunkel oder ist das normal? Oder waren wir da noch nicht und hier haben wir mal reingeguckt? Möglich. Ja, ich gucke mich noch kurz um, ob ich hier irgendwo eine Kabu-Weste finde. Denn das Beste an der Queste ist immer, man findet Reste. So. Hatten wir nicht? Ne, hier hatten wir keine Tische abgeräumt oder sowas, ne? Ja, Schweinchen, tut mir leid, ich bin ja auf dich draufgehüpft. Ich hab's gemerkt. So. Nee. Ja. Knorz. So. Nö, scheint nichts zu sein. Gut, dann entweder irritiert das draußen ein bisschen, kann sein. Oder aber es irritiert ein ganz bisschen mehr. Kann auch sein. Wir werden sehen. So, nichtsdestotrotz, wir sind wieder draußen. Boltaniel freut sich auf jeden Fall auf das Picknick. Wir kennen sie ja. So, es sagt mir immer noch, dass hier drin eine Quest ist. Ich sehe aber nicht. Gibt es einen Weg nach oben oder unten draußen rum? Hier ist ein Barde. Das Truhenhaus, nein, da sind wir nicht richtig. Oben rauf gibt's nichts, ne? Nee. Es sei denn natürlich, wir könnten. Ich guck mal ganz kurz. Nur, dass wir hier nicht versehentlich die ganze Zeit reinrennen und müssen gar nicht rein. Sieht aber nicht so aus. So, hätte ich auch auf der Karte sehen können wahrscheinlich. Aber naja, hätte Fahrradkette. So, wir haben mal geguckt. Gehen jetzt wieder runter, nehmen uns die nächste Quest vor. Denn im Gästehaus sehe ich gerade nicht, was zu tun ist. Gehen wir gegebenenfalls an, wenn ich hier die Liste stärker oder stärker abgearbeitet habe. So, dass ich dann am Ende endlich mal sagen kann, jo, okay, weißt du was? Das ist zu tun. So sieht's doch gut aus. So, wir gehen runter. Sind auch gleich unten. Ist das schon der fünfte Ring? Weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir hier unten, begebt euch irgendwo hin. Ja, jetzt finden wir Schattenfell, sollen wir schon finden.
Was muss ich eigentlich hier machen? Wen soll ich da mitnehmen? Ach, der Kleine ist wieder da. Ja, genau. So. Vielleicht war Schattenfell oben. Naja, jetzt zu spät. Jetzt gehe ich nicht nochmal hoch. So, wir haben hier unten eine Tür mit Picknickkörbchen und so weiter und so fort. Hier sind übrigens auch Ställe. Oh, warte mal. Das habe ich noch gar nicht angeguckt, ja. Alpha bübscht. Wie sieht es hier aus? Auch nicht. Tja, ich werde nicht mehr. Ich habe hier was vergessen. So, die Troxes, da habe ich vergessen. Warte mal, ich gehe hier im Schmelzer schnell alles durch, denn wir haben hier da offensichtlich so einiges vergessen. Ja, oder wir waren hier noch gar nicht. So wird es eher sein. So. So, dann haben wir hier draußen einen stehen. Ich gucke noch, ob hier oben noch was ist. Nee. Dann gehen wir mal rein. Beziehungsweise bevor wir reingehen, vielleicht sollte ich dich mal... Willkommen in der Sonnenkuppel, so, in der Rat Gondors zusammenkommt. Genau, betritt die Sonnenkuppel, wo der Rat seine Versammlung abhält. Das ist aber nicht... Nee, das ist nicht die Buchquest. Muss ich also nicht lesen. Puh. Modell von Minas Tirith. Das gucke ich mir auch mal an. Das Modell der Weißen Stadt steht in der Mitte des Raumes. Nicht die passende Aufgabe. Da gibt es eine Aufgabe für. So, hallo, Herr Oberster Schreiberer. Ich frage mich, ob ihr mir vielleicht einen Gefallen tun könntet. Ja, ich soll Nachrichten aufheben. Das ist immer gut, wenn das eine völlig Fremde macht, wenn es geheime Nachrichten sind. Und völlig fremd, natürlich ist Bolzenil nicht völlig fremd. Der Name ist bekannt, aber die hat den doch noch nie gesehen. Andersrum. Der hat die noch nie gesehen. Und andersrum natürlich trotzdem. Also anders und anders gleich anders. Aber wahrscheinlich hat Berend für uns gebürgt. Den er wahrscheinlich auch noch nie gesehen hat, weil die Stadt ja groß ist. Aber wer bin ich, dass ich das in Frage stelle? So. Hopp. Oh, guck mal, hier hat ja einer ein Strichmännchen drauf gemalt. Haben auch nichts Besseres zu tun hier, die Typen. So. Hier, ich habe, was du wolltest. Ne? Ich bin fast soweit. Lasst mich nur noch diese zu Ende schreiben. Es wird nicht lange dauern. Sagen sie hinterher alle. Na komm, werd fertig. Alte Leute, haben Besseres zu tun. Knirz, knarz. Sprecht mit unter und schließt der Rat Gondors ab. Die Frage ist natürlich, ob ich hier überhaupt noch warten muss oder nicht. Warte mal, da stand's ja. Hier, 24 Sekunden, 23 Sekunden. Alles klar. Jetzt muss ich also warten. Dass mich diese Leute immer warten lassen. Ich bin viel zu wichtig zum Warten. Dafür gehe ich baden. So, pitch. So. Unternehmt doch was gegen. Puh, ich gehe jetzt hier baden. Hab auch reingepinkelt. So. Jetzt ist aber die Zeit langsam abgelaufen, du. Siehste? Ich brauche jemanden, der diese Beschlüsse in der Stadt ausliefert. Alles klar. Nächste Quest. Wir haben echt immer noch viel zu tun, aber das war ja mehr oder minder absehbar, dass wenn wir oben ankommen, noch ein paar Quests hinzukommen. Die Standard-Quests, die ich machen wollte, die haben wir auch schon weggemacht. Oder ein Großteil, ein Teil ist ja noch hier drin. Aber das wird schon langsam. Das wird langsam. Bin da zuversichtlich. So, ja, ordentlich was auf der Liste. Ich glaube, wir gehen nochmal kurz hoch und wir werden die obersten Beschlüsse gleich mal oben abgeben. Wenn wir schon hier unten waren, wobei ich nochmal ganz kurz gucken möchte, ob hier hinten nicht noch irgendwo irgendwas ist, wo wir vielleicht... Eine Studierstube, schön. Eine Stadtkammer, schön. Ja, siehst du, genau. Offenbar haben wir genau diesen Ring noch gar nicht so richtig abgearbeitet. So, Stadtkammer haben wir entdeckt. So, da ist auch noch ein Truxus irgendwo. Auch diese Tafel haben wir noch nicht gehabt. Sehr schön. Die Halle hier werden wir auch noch nicht gehabt haben. Sagt eigentlich nichts. Okay. Na gut. So, reiten wir mal hinten rum. Ja, man sollte sich im letzten Ring auch gut umsehen. Habe ich jetzt gelernt. So, haben wir hier, das sieht mir ganz stark danach aus, dass wir entweder das schon hatten. Ja, die kalte Halle kommt mir bekannt vor. Das heißt, auf dieser Seite waren wir wohl schon ein bisschen.
Gut zu wissen. Heißt aber nicht, dass wir nicht alles hatten. So, mit dir sollen wir wahrscheinlich eh reden. Genau, wunderbar. Haben wir den schon mal abgewurschtelt. Der hat seine Beschlüsse erhalten. Ja. Wie ihr wisst, bin ich der Hüter der Häuser der Heilung. Das kam aber spät. Ja, schön zu wissen. So, was haben wir hier noch? Nichts haben wir hier. Gut, den hier haben wir wahrscheinlich auch, wenn ich den neben Nachbarn hatte. Aber ich gucke trotzdem halt immer mal. So, wir gehen erstmal hoch, wie gesagt. Geben oben alles ab, was wir so finden. Vielleicht finden wir ja oben doch noch Schattenfell. Wäre ja interessant. Weil irgendwo muss Schattenfell ja sein. So, entweder ist er oben irgendwo. Vielleicht ja die eine Quest, wo wir nicht gewusst haben, was es ist. Und die steht hier irgendwo direkt neben Gandalf, steht ein kleines Pferdchen namens Schattenfell und ich musste den Typen rufen. Ja, alles möglich. Wir wollen aber erst einmal... Nee. Oh, sind das nur die beiden, die ich die ganze Zeit schon hatte? Das wäre ja ärgerlich. Oh, Truhenhaus. Truhenhaus hatten wir schon. Aber hier, guck mal, den Hüter der Schatzkammer. Vielen Dank, dass ihr mir diesen Beschluss gebracht habt. Ja, aber bitte schön. Na, aber klar doch. So, okay, dann hätten wir das und dann wäre es doch nur noch die hier. Finde ich aber trotzdem merkwürdig, dass die noch da ist. Aber vielleicht verschwindet die auch wieder. Oder wir gehen halt kurz doch mal rein. Vielleicht hat ja der Typi hinten irgendwas zu sagen. Ja, ich soll zwar nur nach Aufforderung reingehen, stand irgendwann mal irgendwo da, aber wen interessiert's? Also schön ist hier schon, ne? Kannst du echt nicht meckern. Aber die Jungs, die das sauber machen müssen. Ich meine, der Boden, so ein glatter Boden, der muss ständig poliert werden, täglich aufs Neue. Da sieht man ja jeden Dreck drauf. So. Aber, na gut. Hier scheint nichts zu sein, gehen wir wieder raus. Badum. Man merkt auch, hier hat, also nicht mein Rechner, sondern vermutlich das Spiel selber, schon arg mit den Spiegelungen zu kämpfen. Deswegen leckt das hier drin ab und zu. Ja, ist halt ein altes Game, ne? Wie gesagt, die Engines sind jetzt nicht so krass stark darauf ausgelegt gewesen wie früher. So, na gut. Ist wie es ist. Draußen sind wir. Wir haben Hunger. Nee, Quatsch. Wir haben hier unten noch was, da unten noch was. Gucken wir mal dahin. Also wir gehen jetzt erstmal die Ringe wieder mehr oder minder nach unten. Und hoffen, dass es etwas zu hoffen gibt. Das ist unten, ne? Ja, das ist unten. So, okay. Okay. So, wir nähern uns dem unteren unten. Müssen uns noch weiter nähern. So, zuerst mal sind wir draußen. Hier soll auch irgendwo eine Queste sein. Immer feste auf die Queste. Ist hier jemand, der einen Beschluss braucht? Hier oben. Ja, noch eins weiter runter. Okay, gut zu wissen. Das heißt, hier haben wir noch was noch eins weiter runter führt. Das brauchen wir gerade nicht. Wir gehen mal auf die andere Seite, ob ich da noch irgendwas habe. Möglicherweise die Stelle mit Schattenfälle. Wäre ja ganz helle. Auf die Schnelle. Dann nehme ich die Stelle. Für den Schattenfälle. Hier, da müssen wir wieder rein. Das ist okay. Das kann sein, dass das einfach nur die Quest anzeigt, von wegen hier, muss ich jetzt abgeben gehen, Kumpel. So. Ich ruf mal. Ne, rufen brauche ich den nicht. Der ist schon da. So, hier ist keiner. Steht hier ein ganzes Pferdchen drin. Kommst du, Benny? Ja, okay. Da hinten habe ich doch was leuchten gerade sehen. Ja, da oben. Schattenfell, juhu, kommt kein Mensch ran. Wer hat denn das hier gebaut? Hier. Da ist er. Schattenfell, guck, da ist er. Seid ihr hier, um zu helfen? Nö, ich gehe jetzt wieder. Nimm deinen Apfel aus der Kitze, was? Warum? Na komm, Schatti. Bitteschön. Bist ein tolles Pferdchen. Aber mein Elchi ist mir trotzdem lieber. So. Warum ist es die ganze Zeit so düster? So, kehrt zu Aralalala zurück. Das kriegen wir hin. Wir gehen wieder raus. Ich hoffe,
Ohne Witz, ich habe keine Ahnung, wo ich hier rausging. Ich glaube, auf diese Seite. Jawohl. Okay. Puh. Warum ist es im Dunkeln die ganze Zeit so düster? Weil keine Fenster eingebaut sind. Ja, und warum sind keine Fenster eingebaut? Fragt mich doch nicht. Fragt den Architekten. So, wir müssen vielleicht trotzdem nochmal hier hinein. Aha. Weil da wird mir noch was angezeigt. Es kann natürlich sein, dass es jetzt genau diese Quest da hinten ist, wo wir was abzuliefern haben, was aber nicht ablieferbar ist, weil wir ja noch unterwegs sind zum Abliefern. Du hast ja nicht gesehen. Dann sehe ich ja auch keine Quests. Na gut. Äußerst irritierend, wenn sowas manchmal angezeigt wird. Naja, was willst du machen? Zip, zip. Okay, das haben wir, das ist unten. Dann gehen wir jetzt auch runter. Muss nur mal gucken, wo ist denn hier der Weg nach unten? Da hinten, alles klar. Das heißt, einmal hinten rum und runter. So lautet der Plan, so wird er ausgeführt. So. Typ, tap, typ, tap, 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 typ, tap. So, das war das, was unten war. Da hinten ist auch noch was. Gucken wir da mal hin zur hellen Halle. Die helle Halle hatten wir auch schon, ne? Ich guck nur noch mal. Ich glaube, hier waren wir ja schon. Ja, genau. Okay. Sorry. Aber wir sind ja schon recht nah dran, da einige von diesen Questen zu erfüllen halt. Hier geht's runter, weil hier der Pferdeheini steht. Halt, ich wollte noch gar nicht runter, weil hier noch eine Quest abzugeben ist. So, Häuser der Heilung. Muss ich in die Heilungshäuser? Ja, genau. Klar, genau, für du weißt schon, den Krankenbesuch, für das Kiddy, machen wir gleich mal. Können wir auch gleich mal herrufen? Ah ne, ist schon da, okay. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo der Typ war. Der hatte das Glück, in einem Einzelzimmer zu liegen. Glaube ich. Ja. In diesem war es nicht. Alter, warum leckt das heute so? Ja. Nein. Lilith. So, kehrt zu Arisand zurück. So hieß der, genau. Ich guck nochmal durch nach den Namen der Typen. Hier, Arisand ist der, da war er doch hier hinten in der Ecke. Seid ihr zum ersten Fortsetzen? Mal in Minas Tirith? Schade, dass ihr sie nicht in besseren Zeiten erlebt so. Habt. Ja, verteilt Blumen. Wenn der Zeitpunkt des Kampfes gekommen ist, werden wir... Aha, Achso, Waffenbrüder. Okay. Hier, Blume! Blume! Wie soll ich denn hier Blumen verteilen? Da hinten kann ich vielleicht eine Blume verteilen? Ja, ja, guck mal. Blume, bitteschön. Werden wir auf dem Pelennor vernichtet, wie wir in Osgiliath vernichtet wurden? Nö, nö, wir werden nur alle schrecklichen Tod sterben. Das ist was anderes. Unglück, wenn diese Stadt fallen würde. Aber ja, das diese Leere allein ist schon eine Tragödie. So, okay. Alle sind nervös hier. Erwarten, dass etwas passiert. Werden wir auf dem Pelennor vernichtet, wie wir in Osgiliath vernichtet wurden? So, warte mal, hier hinten soll auch noch... Den hier hinten habe ich gar nicht gesehen, dass der... Es wäre ein großes Unglück, wenn diese Stadt fallen würde. Aber diese Leere allein ist schon eine Tragödie. Vermutlich habe ich diesen Ring nicht gesehen bei dem Papa da, weil der in der Wand versteckt ist. Deswegen hat er die ganze Zeit keinen. Weil wenn der in der Wand hängt und nicht über seinem Kopf... Hier, ne? Ist natürlich ein bisschen doof. Aber naja, gut. So, halt, hier geht's wieder rein. Ne? Weil hier, ne? Wie gesagt, hier, guck, da ist es. Und unterm Kopfkissen ist der Ring. Alles klar, da kann man ja auch ewig suchen. Zum ersten Mal in Minas Tirith. Schade, dass ihr sie nicht in besseren Zeiten erlebt habt. Papa pennt. Seid ihr hier, um zu helfen? Berend läuft davon. So, im alten Gausthaus sollen wir sie wieder treffen. Kriegen wir hin. Aber erst einmal, diese Quest haben wir damit auch erledigt. Sehr schön. Huhu. Also fast zumindest. Wir müssen natürlich noch abgeben. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Müssen wir den Weg nach draußen finden. Immer so schwierig.
So. Aber, so groß waren die Schritte ehrlich gesagt nicht, die wir heute gemacht haben. Aber wir haben Schritte gemacht und das ist doch das Wichtigste. Und die nächsten Schritte, die werden wir uns auch befleißigen. Und zwar in der nächsten Folge. Sobald das hier geladen hat. Irgendwann lädt es bestimmt. Guck, da ist es doch schon. So, also, in der nächsten Folge geht's weiter. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, wo ich eventuell hier die Schildchen vergessen haben könnte, wenn ihr aufmerksam wart. Ansonsten muss ich mal irgendwann in die Wiki gucken, aber das mache ich dann offscreen, weil das hätte ich auch gern fertig. So, bis zum nächsten Mal, bis dann. Ups, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und tschö. Tschö. Tschö.